Das war's mit den 3 Punkten im eigenen Stadion behalten. Das ist das Motto von Borussia Mönchengladbach gewesen vor dem Spiel. Aber nach dem Spiel sah es erstmal so aus. Also wir gucken ja erstmal jetzt die Zusammenfassung hier, die Höhepunkte. 27. Spielminute, Gladbach mit der ersten Möglichkeit. Josef Drimmitsch und Raphael mal mit der ersten Möglichkeit. Da sah es ja noch einigermaßen einseitig aus für die Gladbacher. 57. Spielminute, Ibrahima Traoré mal mit der Flanke. Und da ist Josef Drimmitsch mit dem Kopf. Das war auch so eine Schreckminute für die Hannoveraner. Aber dann wieder die Gladbacher und da ist Hirgotta wieder mal mit dem Kopf. Alle 3 Chancen waren mit dem Kopf. Das von Raphael, von Josef Drimmitsch und jetzt von Branimir Hirgotta. Dann aber in der 87. Spielminute Hannover. Mit dem guten Zusammenspiel und Felix Klaus mit einem wunderschönen Tor. Die Hannoveraner gehen überraschenderweise in Führung durch Felix Klaus. So, aber dann in der 90. Minute ein Fernschuss von Salif Sané. Geht er rein? Wir gucken nochmal drauf. War er wirklich drin? Nein, er war nicht drin. Wir können es uns mal richtig gut angucken. Sommer. Ja, er war nicht drin. Man konnte schwer von oben, von der Loge schwer verfolgen, aber es war kein Tor. Am Ende gewinnt aber Hannover und holt sich die 3 Punkte. Ja. Das ist ja natürlich schwer zu glauben, dass Hannover hier in Gladbach gewinnt, aber es ist wahr. Am Ende gewinnt dann Hannover mit 0:1 in Gladbach. Das war's. Danke fürs Zuschauen und tschüss.